Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit dem Lukas. Hallo. Auch zu einem neuen Format. Genau, nämlich 1v1 mit Lukas und mir. Immer und mit Lukas, erzähl mal. Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen voreilig. Ja. Auf jeden Fall, mit jeder neuen Folge kommt eine neue Map mit einer neuen Waffe. Und oder mehreren Waffen. So ein bisschen spielen. Da sieht man auch wieder, dass Tobi die Hex anhat. Durch die Wand, easy. Straight in den Cage. Genau, das Format geht meistens 5 Minuten. Das ist ein ziemliches Uncut-Format, da wir hier eine Runde einfach machen. Okay, hier war der Sound gerade so richtig verbuggt. Und auf jeden Fall geht es halt nicht lange, deswegen müssen wir uns auch ein bisschen beeilen mit dem Reden. Deswegen war Lukas auch gerade so voreilig. Nicht wahr, Lukas? Ja, das hat auch keiner irgendwie anderen Gründe. Ja, 49-1 habe ich dir gemacht. Ja, war ganz gut. Ja, wir haben zuerst den Revolver ausgewählt, da wir beide die Waffe sehr gerne spielen. Es ist war nicht wirklich eine, im Rank, aber so privat ist sie halt echt, echt gut geeignet. Es war manchmal ein bisschen random. Die ist halt wirklich sehr, sehr random. Echt gut geeignet. Es war manchmal ein bisschen random. Die ist halt wirklich sehr, sehr random. Linksklick, sehr, sehr ist, Linksklick ist auf Entfernung einfach wirklich sehr genau. Also ich kenne, also mir kommt es so vor, als ob das genauso genau wäre wie ein Schuss mit der Arme. Ich hab dich da noch nie getroffen auf dieser hässlichen Leiter. Das hier ist jetzt die gefühlte. Warte, ich rechne mal von meiner Stat-Track-Waffe runter. Das sind jetzt 638 Kills. Und ich hab mit dem Revolver mit Tobi in dieser Map gespielt. Da hatte ich 580. Und seitdem habe ich nicht mehr den Revolver gespielt. So hab ich auf jeden Fall jetzt krass. So, da habt ihr gesehen, ich bin einfach hochgesprungen und hab ihn im Sprung gerackt. Ja, das ist halt dein FPS-Einbruch. Oh, okay. Dann das tut's mir leid. Scheiße, aber Tobi, ihr müsst wissen, dass Tobi auf den Nahkampf mit dem Revolver extrem gut ist, während ich auf den Fernkampf mit dem Revolver extrem gut bin. Ja, das ist halt so ein kleiner Defizit. Aber sonst können sie beide ziemlich gute Revolver. Ja, auf jeden Fall. Ja, durch dieses 1v1 erhoffen wir uns dann halt, dass wir dann halt ein bisschen besser aimen können. Boah, da hatte ich dich gerade. Da hättest du mich fast gehabt. Ja. Machen wir mal gerade den Test. Kann Tobi mich hier treffen? Nein. Nie. Was nicht ist einmal halt in dieser so. Hat er mich so getroffen. Ja, ist halt wirklich so. Und wir wollen natürlich so ein bisschen besser werden. Das hier ist jetzt eine Runde, in der ich ziemlich verkacke. Ah ja, und eine Sache, die ich vergessen habe zu erzählen, ist, epische Kills, sofern sie passieren, werden aus beiden Sichten gezeigt. Also ich nehme das hier gerade im Hintergrund mit GeForce Experience auf, beziehungsweise Shadowplay, wenn es interessiert. Und dann wird das eben reingeschnitten. Genau. Und auf Lukas Kanal kommt es erstmal nicht. Erstmal. Ich hab auch keinen Kanal. Ja, so. Ich bin auch im Moment ziemlich faul, was so Sachen angeht. Ich bin auch der Erste in unserer Gruppe, der zweimal in 7 Tageband hintereinander gekriegt hat. Deswegen ist das so gut im Revolver. In Deathmatch spiele ich halt nichts anderes. Da habe ich auch ziemlich epische Kills gemacht. Ja. Was zu 90% Luckshots waren. Aber mit dem Revolver kannst du auch nichts anderes machen, ne? Ja. Die Runde geht jetzt noch eine Minute. Außer auf den Oberkörper zu zielen, kann man da echt nicht machen. Ja. Auf den Kopf zielen ist ein bisschen risky. Macht man halt auch meistens mit Rechtsklick. Aber Rechtsklick ist dann halt wirklich sehr random. Hier, ein Rechtsklickschuss. Ja. Ich hab dich dann halt auch getroffen und hab einfach die Hälfte weniger gemacht, weil ich irgendwie einen Meter weiter von dir entfernt stand.
Der Revolver ist einfach mit der Deagle zusammen die Waffen, die man eigentlich ein bisschen grundlegend kennen muss. Wobei, Ja. meiner Meinung nach, muss man die Deagle mehr können als den Revolver. Okay, jetzt entscheidende Runde. Entscheidende Runde. Lasst Ja. uns oben auf der obersten Plattform kämpfen. Ja, okay. Ready? Na dann. Ich komme diese blöde Leiter nicht rauf. Alter, ich und die Leiter. Ich und die oberste Plattform. Das Problem ist, das ist jetzt halt für dich ziemlich gut, ne? Guck. Oh! Das war Und da jetzt. hat der Lukas gewonnen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut. Ciao. Ciao.